Sehr geehrtes Publikum, wir sind Markus Kogler, Tanja Weixler und Berit Hartl vom Borgdeutsch Landsberg. Im Rahmen unseres Chemielaborunterrichts hatten wir die Möglichkeit, die Firma Wolfram Bergbau und Hütten AG kennenzulernen und eine Reihe von passenden Versuchen zu erarbeiten. Wir recyceln Kobalt und Wolfram aus Hartmetallschrott und demonstrieren damit den Kreislauf der Nachhaltigkeit, der bei Wolfram die Produktion bestimmt. Wolfram recycelt mehr als 50% der Eigenproduktion. Der Wolframabbau findet hauptsächlich im Mittersil in Salzburg und zusätzlich in externen Minen weltweit statt. Das Recyclingmaterial besteht hauptsächlich aus Bohrern, Fräsen und Verschleißteilen. Man unterscheidet hier Hart- und Weichschrotte. Es werden hauptsächlich Wolframmetall, Wolframoxid und Wolframcarbid hergestellt und verkauft. Bei unserem Firmenbesuch durften wir die Abteilungen Labor, Nasschemie, Materialwirtschaft und Recycling kennenlernen. Der Beruf des Chemikers, der Chemikerin hat uns besonders fasziniert. Was sind die Arbeitsbereiche eines Chemikers, einer Chemikerin? Diese arbeiten in Nass-, Pulver-, Rohstofflabor und Reinraum. Was sind typische Aufgaben dieser Berufsgruppe? Das Testen der physikalischen Eigenschaften von Wolframcarbid, die Prüfung der Reinheit des Produktes über die Leitfähigkeit, die Ermittlung von Schüttdichte, Korngröße und Kornverteilung. Um die Reinheit des Produktes sicherzustellen, wird Wolfram in Lauge gekocht. Dabei werden sekundäre Stoffe wie andere Metalle frei. Und diese werden ebenfalls untersucht. Der erste Schritt unseres Recyclingprozesses ist die Oxidation von Wolframschrott. Dabei wird Hartmetallschrott mit einem Kartuschenbrenner erhitzt, wie man hier sieht. Dabei entstehen zwei Oxide, zum einen das gelbliche Wolframoxid und zum anderen das Blauoxid, welches eine Mischfarbe aufweist. Der zweite Schritt ist die Synthese von Natriumwolframat. Hierbei ergeben Wolframoxid und Natriumhydroxid, Natriumwolframat und Wasser. Wie Sie sehen können, entsteht nach dem Erhitzen aus der gelblichen Mischung eine klare Flüssigkeit. Daraus wird im dritten Schritt durch Hinzufügen von Calciumchlorid Calciumwolframat gefällt. Hierbei entsteht ein weißer Niederschlag, welcher im UV-Licht fluoresziert, also leuchtet. Im nächsten Schritt wird Kobalt in einer Fällungsreaktion gewonnen. Hierfür wird im Originalprozess ein Drittel Wasser, oxidierter Hartmetallschrott und Salzsäure in einen Titrierkolben gegeben und dieses Gemenge wird dann gefiltert. Keine Sorge, heute verwenden wir statt der konzentrierten Salzsäure Wasser. Kobaltchlorid und Wolframchlorid, die beiden von uns gewonnenen Substanzen, werden mit Wasser und Diethylether in einen Schütteltrichter gegeben. Dort erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Dichte dann eine Trennung. Durch die höhere Dichte von Wasser und Wolframchlorid setzt sich dieses Gemenge am Boden ab, wie man gleich sieht, und kann durch den Abfluss abgelassen werden. Kobaltchlorid und Diethylether bleiben im Trichter zurück und werden später in eine Kristallisierschale gegeben und nach dem Verdunsten des Diethylethers sind deutlich Kobaltchloridkristalle, die roten, und Wolframchloridkristalle, die blauen, erkennbar. Hiermit ist Kobalt und Wolfram erfolgreich recycelt und in diesem Prozess ist Nachhaltigkeit absolut gewährleistet. Danke für eure Aufmerksamkeit.